Wir kommen aus Deutschland und wir müssen die ganze Zeit arbeiten. Ohne Pause. Temos também vinhos portugueses, tinto e branco. Obrigada. Ik krijg vandaag twee van die balletjes voor 9,95. Een Hollander die gratis wat weggeeft. Jongens, kom er maar eens even bij. Ah, l'euro. C'était le couronnement du marché européen unifié. Ce sera comme ça. Il y a un papillon à l'intérieur. C'est magnifique. Réunissant dans une seule union monétaire des pays au degré de développement économique différent. Mais au lieu de remédier aux inégalités, l'euro allait les approfondir. L'Allemagne s'est posée en modèle en misant sur le dumping salarial pour devenir, grâce à des produits concurrentiels, le champion mondial de l'exportation. Les exportations allemandes allaient écraser ses concurrents dans les pays du Sud. Les banques allaient financer le déficit à l'aide de crédits afin que les pays du Sud puissent continuer à acheter les produits allemands. Ainsi, l'industrie allemande et les grandes banques ont gagné des fortunes au détriment des économies du Sud de l'Europe. L'Allemagne se portait bien. Très bien, merci. Le paradis terrestre de l'Europe. Le modèle allemand, travail et prospérité pour presque tout le monde. Enfin, à première vue. Wir haben in Deutschland von außen betrachtet eine geringe Arbeitslosigkeit. Aber der Preis, den wir für diesen Weg zahlen, ist sehr hoch. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Nous travaillons pour nous développer, pour nous assurer un revenu stable et donc pour mener une vie quelque peu digne. Mais en Allemagne, ce concept simple a été totalement bouleversé. De stable, le travail est devenu instable. Nous ne savons plus à l'avance combien de temps nous resterons au travail. Nous ne connaissons plus nos horaires de travail et le pire, c'est que même si nous travaillons dur, il n'est plus certain que nous gagnerons assez pour joindre les deux bouts à la fin du mois. Cette révolution a été initiée par le chancelier allemand Gerhard Schröder. En spécifique à notre système is dat men niet begonnen is met de werkenden. Men is in eerste instantie begonnen met de werklozen aan te pakken. En zo heeft men alle werkenden onder druk gezet om slechtere loon- en arbeidsvoorwaarden te aanvaarden. Zo zijn die producten goedkoper geworden en zo is Duitsland op een bepaald moment zelfs wereldmeester geworden in de export, dus wereldkampioen in de export. Maar heel dat proces is dus gedragen door een gigantische loonsinlevering van de Duitse werkende klasse. L'auteur de ce modèle, le chancelier Schröder, a tenu un discours enthousiaste sur les premiers résultats. L'enregistrement original a disparu, mais sur YouTube, on peut encore voir ce fragment post-synchronisé. This reform program that we have implemented against tremendous resistance from certainly parts of our population, I can only invite once more everybody to come to Germany to take a closer look, to really see the reality in Germany, the real facts. We have a fantastic labor market in Germany at the moment, a very well-functioning, good low-wage sector. Wenn wir die Folgen der Arbeitsmarktregulierung aus Anfang der 2000er Jahre ziehen, dann können wir nur sagen, dieses Ergebnis ist fatal. Wir haben in Deutschland eine Zunahme von prekärer Beschäftigung. Diese prekäre Beschäftigung ist ein Krebsgeschwür für die Gesellschaft in Deutschland. Immer mehr Beschäftigte. Schon fast ein Viertel aller Beschäftigten arbeiten für 5 oder 6 Euro und können davon nicht leben. Sie müssen ihren Lohn mit Hartz IV aufstocken oder 3 oder 4 Jobs haben, um zu überleben. Liebe Freunde, wir sagen Schluss damit! Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen von ihrem Lohn leben können. Les emplois allemands à plein temps ont été divisés en une multitude de mini-jobs
hyperflexible, rémunéré 400 euros par mois. On a créé également un système sophistiqué de travail forcé pour les chômeurs, Hartz IV. Ich bin jetzt seit 2 Monaten arbeitslos gemeldet. Davor war ich ja krank, hat die Krankenkasse bezahlt, habe dann ja auch den Minijob jetzt und muss der Arbeitsagentur 235 Euro im Monat abgeben von den 400 Euro. 165 Euro darf ich behalten. Wenn ich keine Arbeit finde, muss ich ins Jobcenter. Jobcenter ist sozusagen das Unterste, was man hier in Deutschland haben kann. Das heißt, man bekommt 365 Euro im Monat plus seine Miete bezahlt. Das war's. Die Zumutbarkeitsregelungen für Arbeitslose wurden verschärft. Das bedeutete, und das bedeutet heute noch, dass Menschen, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, im Prinzip jede Arbeit annehmen müssen, egal was sie dort verdienen. Nach einem Jahr müssen sie ihr Vermögen, ihr Erspartes, ihre Rücklagen aufbrauchen, bevor sie weiter Arbeitslosengeld bekommen. Also insgesamt eine große Repression, eine Verschärfung. Es wurde massiv Druck gemacht. Weil auch der Jobcenter ist so, dass genau geguckt wird, ja, was hat man auf dem Konto, was haben die Eltern, ja, wohnt man in einer Wohnung, die nicht vielleicht zu groß ist, dass man umziehen muss in eine kleinere Wohnung, ist die Miete nicht zu hoch. Man muss sich da sozusagen nackt ausziehen, ja, um sagen zu können, ich bin arm, ich habe kein Geld. Ja. Deswegen ist es für mich wichtig, dass ich jetzt in den nächsten 4 Monaten auch einen Fulltime-Job finde. Aujourd'hui, l'Allemagne est à la fois le plus grand exportateur, mais aussi le champion d'Europe réunissant le plus grand nombre de pauvres au travail. Plus de 7 millions d'Allemands doivent survivre avec un mini-job. Alors que la pauvreté s'accroît de manière spectaculaire, les bénéfices sont empochés par les millionnaires allemands. Depuis l'introduction de cette politique, leur fortune augmente plus vite que jamais. Vandaag zegt men aan andere landen dat men moet concurreren met dat Duitse model, maar dat betekent gewoon dat men de loon- en arbeidsvoorwaarden in die andere landen ook doet halen. In die logica is er geen eindpunt. Want als je overal dat model zou toepassen, als je overal de armoedelonen zou invoeren zoals in Duitsland, dan gaat die Duitse export ook in elkaar vallen. Reformen in den Volkswirtschaften der Europäischen Union sind zwingend notwendig, aber unter dem Druck der Krise sind sie auch möglich. Weil andere europäische Staaten sich schmerzhaften Reformen unterziehen, ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit dadurch verbessern, was natürlich an der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands kratzt. Het gevolg gaat zijn dat we naar Europa gaan gaan, waar niemand nog zeker is van zijn job en waar vooral niemand nog zeker is van het feit of die job wel genoeg oplevert om het einde van de maand te kunnen halen en uw gezin te kunnen onderhouden. Want het is een loonconcurrentie die men installeert. Dat is volgens sommigen de modernisering van de arbeidsmarkt. En dat betekent dat je van zekerheid gaat naar onzekerheid, van stabiliteit naar permanente onstabiliteit. Dans le sillage de la crise, on veut bétonner ces mesures insensées. Dans le prochain épisode, nous nous demanderons ce que nous pouvons faire contre cela.